Moin Leute, was geht ab? Wir sind zurück zu einem neuen Overview. Heute unterwegs auf Server 160 beim guten Navali. VIP 15, Mastery Level 83, ziemlich krass für 160. Freunde, in nächster Zeit, es sind aktuell noch 4 Overviews, die noch am Stüssel sind. Das heißt, heute eins, morgen eins, Mittwoch eins, Donnerstag Stream, vielleicht dort das letzte, vielleicht ansonsten am Freitag. Oder nächste Woche. Und danach ist es mit Trainer Go Over. Ich werde dann noch ein Video machen zu meinem Account, was da noch alles ansteht und was da jetzt so planmäßig ist. Und dann gehen wir wahrscheinlich erstmal in die Trainer Go Pause. Also genießt die letzten Tage. Freunde, also wie gesagt, beim guten Navali, wir sehen schon das Ur-Giratina in OL-Form. Das ist schon ziemlich krass. Aktivitäten. Aktivitätsmäßig, heute ist Montag, sieht ziemlich gut aus. Ich dagegen habe heute noch gar nichts gemacht. Ranglisten. Ranglistentechnisch. Er ist erster mit 13,2 Millionen. Das ist schon mal ziemlich broke. 13 Millionen, das ist so heftig. Ich werde den Typen nicht schaffen. Ich habe auch nicht mehr Bilder als er. Geschweige denn Reittier-Level. Also ich würde sagen, hier hat jemand aus viel Kohle eine Menge gemacht. Also das hatten wir ja schon mal das Thema. Aber das sieht schon echt krass aus. Also Halleluja. Titel und Kleidung. Dunkler Forscher-Titel ist am Stüssel. Und ansonsten natürlich alles, was sonst noch normal anfällt, kleidungstechnisch. Da sehen wir ja hier schon, ne, zum Beispiel die hier, die ich immer noch cooler finde, deswegen verwende ich die jetzt. und ansonsten hier Legis am Stissel. Da sieht man halt auch schon, wie viel Kohle denn da ungefähr reingeflossen ist. Ist eine Menge. Mount, Stufe 44, plus 8, plus 3. Schon ziemlich nice. Gerade 44 geworden, also muss man, denke ich, dann auch nichts mehr zu sagen, weil es ziemlich krass ist. Gashapon, Rucksack und Laden. Hier gucken wir rein, 25.000 bis zum nächsten Einzieher, ja, aber ansonsten nichts Besonderes. Die Glurak-Fragments sind schon da für OL, warum das noch nicht da ist, sehen wir dann wahrscheinlich ja gleich. Dann hier sind noch ein paar Sachen, die halt wahrscheinlich noch geöffnet werden müssen, wahrscheinlich sammelt sich da einiges an. 4er VMs on Mars, 2x Schutzgeister, Photosynthese, also da gucken wir dann gleich natürlich auch noch, ob und wie man dieses verwerten kann. Genau wie die Kombinationskarten ist schon ziemlich. Also da ist eine Menge am Start. Leute, ihr habt ja mitbekommen, neue Währung, Öfen sind raus, Bonbons sind da, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Die Doofheit schlägt halt wieder unglaubliche Grenzen bei den Devs. Deswegen, naja, sagen wir einfach mal nichts dazu, sondern lassen die Devs einfach Devs sein und wir fragen uns einfach weiterhin, wie dumm man eigentlich sein kann. Weswegen ich übrigens auch dieses Spiel quitten werde. Bilder, Blitztausch und Fragmente. Gerade angesprochen, die Bildchen hier, OL Mewtwo ist am Stüssel, OL Giratina am Start, OL Keldeo. Mega entwicklungsmäßig, fehlen noch ein paar Sachen, die recht einfach sind. Zum Beispiel hier Mega Taubos für Init-Werte, ne Mega Simsala für Spezialangriffswerte. Also da kann man ordentlich noch reinhauen, was noch ordentlich alles rein. Ansonsten, so weit, so gut, nichts zu finden, Freunde. Ich würde sagen, deswegen gehen wir raus aus den Bildern und machen weiter mit dem Pokémon. Despota am Start, Regigigas am Start, Kyurem am Start. Man kennt es, das ist das übliche Gute. Blitztauschmäßig. Heute für ihn am Stüssel ist exakt gar nichts. Das ist nicht viel. Fragmentmäßig, 2350 sind am Start. Hier noch einige, die er eintauschen kann. Wahrscheinlich auch wird. Chabelle ist fast da. Und ansonsten sehen wir gleich, wofür er diese denn noch benutzen könnte, um eventuell einige Teams umzubauen oder zu bauen oder wie auch immer. Gilde, Hauptquartier und Lager. Gildenmäßig, Strike, er natürlich als Gildenleiter, Start, Gildenkriegsmäßig sieht das dann so aus, dass Überraschung, alles da ist. Gildentechnologie ist bestimmt genauso spannend, richtig, alles Maximum, Pokémon sind auch gerade erst wieder ausgeliehen, also da auch unglaublich spannend. Weiter zum Hauptquartier, da brauchen wir auch nicht rein, 9800, da sind schon einige Dias geflossen, Schaden von Geist-Pokémon. Da wissen wir dann wahrscheinlich, was sein Main-Team sein wird, also eine Überraschung. Lagertechnisch, Lagerboss wurde heute schon alles gemacht, super, super geil. 15.000 Münzen am Start, da wird er auch wahrscheinlich, nein, das war falsch, hier auch ordentlich pushen können, genau, hat er noch nicht verwendet, kommt dann auch wahrscheinlich noch in naher Zukunft. Erziehung. Lagertechnologie hatten wir uns gerade angeguckt. Weiter mit Rotom. Da kann er noch ein paar Sachen reinhauen. Aber ansonsten sehe ich hier Orange. Sieht gut aus. Und schmelzensmäßig ist da wahrscheinlich auch nicht mehr so viel am Start. Das war falsch. Hallo. Doch, einiges sogar. Er könnte also noch ein paar machen, aber ist uninteressant, wenn er eh schon überall Orange drin hat. Freundschaftsbuch. Elite-Liga wird ordentlich gemacht. Ist super.
Sphärenkraft. Hier kann er wahrscheinlich kann er noch aufleveln. Da kann er noch durch aufleveln. Da kann er noch aufleveln. Also da auf jeden Fall auch noch pushen. Wunschsternmäßig. Genau, hier sind sogar alle Wunschsterne am Start, die da sein müssen. Das ist schon mal super nice. Trainingsfahrt. Haben wir gerade gesehen, ist durch. Hier auch schon alles schön durchbrochen. Beziehungsweise poliert. Sieht gut aus. Zedamant. Drei Ringe schon mal komplett durch. Das ist schon mal ein bisschen lucky. Den Giftring könnte man natürlich noch ein bisschen pushen. Da sind noch ganz viele Sachen am Start. Aber ansonsten, ich denke mal, kommt Zeit, kommt auch dieser Ring. Und ich denke nicht, dass es aktuell auf diesem Server vonnöten sein wird. Hier die Talente, ne, werden durchgeballert. Punkte sind übrigens eh am Start, beziehungsweise über Arenen. Brauche ich wahrscheinlich genauso wenig drüber gucken. Genau. Ist natürlich auch alles hochpoliert. So darf und soll es aussehen. Accessoire-mäßig, Freunde. Jetzt wird es wieder spannend. Man kennt es immer. Natürlich alle Platin-Sets am Start, beziehungsweise viele Platin-Sets am Start. Das sieht doch schon mal muy caliente aus. So, ordensmäßig könnt ihr wahrscheinlich noch den einen oder anderen Orden komplett maximieren mit seinen 1000 Dingern da. Wahrscheinlich wird da der Heilorden als erstes sein. Das ist schon mal ziemlich gut. Serverübergreifendes. Arenenmäßig sieht es hier, wie überraschend, ziemlich gut aus. Genau wie da fehlt noch. Okay, wahrscheinlich haben die auch seine Dailies rausgerissen oder ähnliches. Hier, reden wir nicht drüber, ne? Kampfzonenmäßig hat er schon alles durch für heute, was er schafft. Das sieht doch schon mal so weit, so schlecht aus, Freunde. Konfrontationen. Als nächstes gucken wir uns an. World Tournament. Da wird er doch wahrscheinlich noch weiterkommen, oder? Sehen wir gleich. Duellmäßig natürlich Rang 1, Siegesserie von 106. Was er da drin hat, gucken wir uns natürlich dann auch gleich an. Duellturm hat er noch nicht durch. Wahrscheinlich einfach zu faul, genau wie die Liga. Erforschen. Und dann gucken wir beispielsweise mal. Ja, guck mal hier, ne? Guck mal, hatten wir auch noch übrig, die ganzen Versuche. Also da habe ich wahrscheinlich aus den Dailies rausgerissen. Dann, Freund, gucken wir uns an. Events. Zum Beispiel sind hier am Start wieder die 10-Erziehungen. Kann man sich gönnen, wenn man irgendwas 10-Erziehungsmäßig machen möchte. Hier die Fusionsmittel kann man sich ebenfalls gönnen, wenn man noch die Sets braucht, beziehungsweise auch die Platin-Sets braucht. Dann kann man sich die hier auch rausholen. Hier natürlich für die zweite Fähigkeit ist ebenfalls empfehlenswert. Also da ziemlich okay Events, was das Großgeschenk angeht. Allerdings hier mal wieder nicht so pralle. Aber 550 bzw. 50 Dias nehmen am Tag haben oder nicht haben. Change Fund mäßig sieht das Ganze so aus. Wie gesagt, wir haben jetzt die Bonbons am Start, anstatt die Öfen. Ist ein 2:1 Wechselkurs, reden wir nicht darüber. Hier natürlich wieder die OLs für Universalfragmente am Start. Und natürlich auch OL Mewtwo für Bonbons am Start. Das ist mal wieder überraschend. Ansonsten die ganzen Dinger, Leute, es lohnt sich nicht. Das Einzige, was sich vielleicht noch lohnt, wenn ihr die Fähigkeiten noch durchbrechen müsst, diese CDs hier für Universalfragmente. Aber ansonsten, es ist einfach alles der übliche Scheiß. Also, naja. Habt ihr übrigens einen Goldschwein übrig, kriegt ihr dafür 8 Bonbons. Überraschend. Wow. Und natürlich, oder die Freude. Das lohnt sich tatsächlich mal, diese 6 Euro in 5 Tagen, um 200 Unis zu bekommen. Das ist in Ordnung. Aber nein. In dieses Spiel sollte man keinen Cent mehr investieren. Das übliche Ultra den Crossmar-Event. Man kennt es, hier wird natürlich auch wieder ordentlich aufgeladen von diesen Leuten, die einfach immer noch nicht verstanden haben, dass dieses Spiel unglaublich dumm ist und man da keinen Cent reinpacken sollte, aber naja. Monster und Teams. Dann, Leute, kommen wir zum spannenden Part. Ich könnte mir vorstellen, dass sein Main-Team aus den stärksten 3 besteht. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Kampfteam am Start ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Gift-Team am Start ist. Alles weitere gucken wir gleich. So, erstes Team, Überraschung. Ein Geist-Team. Zweites Team, Überraschung, ein Gift-Team. Und drittes Team, Überraschung, ein Kampf-Team. Wir würden uns, denke ich mal, aufs Geister-Team konzentrieren, da es das Stärkste ist. So, hier natürlich auf S durchbrochen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle da drin steckt, aber geht mich auch, denke ich mal, nichts an. Da haben wir bei dem OL Mewtwo natürlich alles durchbrochen, alles auf 150, das ist schon mal ziemlich krass. Fähigkeiten technisch, brauchen wir nicht drüber reden, ist natürlich krass. Hier braucht er noch ein paar Sachen, um auch die nächsten 4 Fähigkeiten freizuschalten. Und Accessoire-mäßig haben wir ja gerade schon gesehen, ne? Natürlich das Platin-Set am Start. Natürlich könnte noch gepusht werden auf plus 27 oder auch noch höher, aber naja, die Zuchtkarten kann man dementsprechend auch sparen.
Gehen ist nur auf 1, das könnte man höher pushen. Dann gucken wir uns Giratina an. Giratina, Durchbrüche sind am Start. Zweite Fähigkeit, die Gesteinsrüstung. Das ist ebenfalls OP, weil eine Giratina frisst so unglaublich viel schon. Dementsprechend OP. So, wie gesagt, hier auch natürlich das Platin-Set am Start. Und Zuchtlevel 26, gerade OL gemacht. Gehen auf 2, könnte man auf 3 machen. Wäre dann super. OL Marshadow, natürlich auch. Alles durchbrochen, was wichtig ist. Attackenmäßig, geheime Fähigkeit. Oh, da sind schon die 12 VMs am Start. Hier noch eine Dreier drin. Grauenvoll. Und natürlich auch ein Platin-Set. Also das ist schon ziemlich broke. Das ist schon krass. Hier natürlich das Gehen auch nur auf 1. Das muss höher sein. Ansonsten, Leute, ich weiß nicht, was ich da noch großartig zu sagen soll, außer dass man vielleicht noch die Trage-Items auf sternmäßig dann hochpowern könnte mit ein bisschen Glück oder vielleicht auch mit ein bisschen Energie, die man da reinballert durch Dias. Aber ansonsten kann man sich dann natürlich noch das Gift-Team zur Brust nehmen. Da fehlen dann natürlich noch die Dreier-Fähigkeiten auf Anego. Dafür hast du hier wieder eine seltene Fähigkeit. Also das sieht schon soweit ganz gut aus. Leute, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, da dieser Account absolut super ist. Auf jeden Fall definitiv ebenfalls auch championswürdig. Demnächst wahrscheinlich, wenn irgendwie noch die Power gepusht wird. Ich meine, es sind 32 Millionen am Start. Da dürfte schon die ein oder andere Runde drin sein. Ansonsten, Leute, ich würde sagen, wenn ihr noch möchtet, dass euer Account auch noch overviewed wird, dann schreibt mir doch unbedingt auf Instagram, Facebook oder wo auch immer eine Nachricht. Gerne auch per Mail, dass ich euren Account nochmal angucken soll, bis ich mit dem Spiel aufhöre. Das Einsendeschluss ist dementsprechend der... Warte. Einsendeschluss ist der Dienstag, der 31. Bis dahin nehme ich noch Accounts an. Alles, was danach kommt, wird nicht mehr gemacht. Also ergreift eure Möglichkeit, wenn ihr möchtet, dass ich noch über den Account drüber schaue. Ansonsten, Freunde, freue ich mich auf neue Projekte mit euch. Gemeinsam mit euch, für euch, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall erstmal raus. Wünsche euch was. Macht's gut. Peace out und ciao.